was in dieser Folge passieren wird. Aber wir sind halt, was ich nicht ganz sehe, da gehe ich auf, nehme die Strecke und lasse die wieder vorbei. Was ich nicht sehe, dass wir hier zu viert waren. Das ist der Alpin, dann ist der Alpin weiter vorne. Und hier, ja, probieren wir ein spätes Reinbremsmanöver, denn wir waren näher dran als jemals zum. Hier wird es nicht reichen. Doch ganz, ganz spät. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem wunderschönen Hermanos Rodriguez aus New Mexico. Ich freue mich extrem. Ja, wir müssen zwar leider von ganz hinten starten, dennoch glaube ich, wird das heute ein sehr interessantes und spektakuläres Rennen, bei dem ich teilweise wirklich 200 die Kur anwenden muss, um vorne zu bleiben. Hier aber mal 4,3 Kilometer, 17 Kurven und 3 DS-Zonen machen das Ganze zu einer sehr respektablen Strecke, um zum Überholen natürlich, ja, Augenweide, Turn, also geraden 1, Startziel, eine ewig lange Geraden und ja, da musst du wirklich auch Pace drauf haben. Und jetzt geht's auch mal hier für uns in die Qualifying-Runde rein. Ja, ich bin auch ein ganz normales Qualifying gefahren, obwohl ich alles ausgetauscht habe. Dennoch muss ich ja auch gegen meine Rivalen und so weiter hier bestehen. Let's go, unser Motor steht an. Jetzt wird interessant werden zu sehen, wo, ja, bei 352 bleibt das Tacho stehen und da gibt's direkt die Vermahnung. Zu früh eingelenkt, viel zu viel im Gras mitgenommen. Das ist halt ein bisschen das Problem, gerade nach so einer langen Geraden. Man kann kaum den Bremspunkt einschätzen. Es ist alles sehr flach. Und ja, das ist ähnlich wie in Monza, ihr wisst, was ich meine. So, hier konnten wir eine Zehntel finden. Wir liegen auch viel früher vor als die anderen. Ich will gar nicht irgendwie in dieses Getummel reinkommen. Und das kommen wir jetzt doch Gott sei Dank nicht, denn wir sind das einzige Auto im, ja, auf der Strecke, im Feld, was gerade seine schnelle Runde fährt. Da finden wir noch ein bisschen Zeit. 2 Zehntel im Mittelsektor, da geht es auch sehr smooth durch. Und hier, oh, da habe ich viel Zeit liegen lassen, das ist nicht gut. Dennoch wäre es hier schnellste Rennrunde. Ich weiß auch gar nicht, wo mir ja so ein bisschen mein Sinn steht. Wir haben ja erst vor kurzem den Sieg gefeiert. Und ja, ich glaube kaum, dass es eine starke Verbesserung werden wird. Meine erste Runde war schon sehr gut, ja, ein bisschen Querstich aus der Kurve raus, dennoch finden wir noch 1,5 Zehntel. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Verstappen, Hamilton, Gasly, Perez, Norris, Ocon, Albon, Michael Schumacher, Oscar Piastri, Stroll, Magnussen, Hülkenberg, Bottas, Tsunoda, Sainz, Joe, Doohan, De Vries, Sargent und der Wissenschaftler. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und ob du mir das glaubst oder nicht, die Zeit hätte sogar für die Poolzeit gereicht. Also das ist noch umso bitterer. Wir gehen ja auch keine andere Strategie an. Let's go, letzter Platz hier in New Mexico. Wir kommen besser weg als Logan Sargeant. Hängt hier im Windschatten zu den Füßen. Wir wissen ja auch, gerade Start- und Zielgeraden hier in Mexiko ist ein Segen. Und Sainz auch hier die Strafen in Angriff genommen. Ja, da gehen wir außen vorbei und hoffen es, ja, war kein neben der Strecke überholen. Da gehen wir hier rein. Aber wir sind halt, was ich nicht ganz sehe, da gehe ich auf, nehme die Strecke und lasse die wieder vorbei. Was ich nicht sehe, dass wir hier zu viert waren. Das sehen wir aber dann in der Replay. Wir kommen hier auf einen guten 14. Platz. Und ja, müssen jetzt eigentlich unsere nächste Arbeit beginnen. Magnus und Piastri hier im Clinch. Und ja, selbst da muss ich ganz knapp bleiben wir dann auch on track. Aber jetzt sticht er wieder Magnus rein. Wir kennen ihn. Er ist immer sehr, sehr motiviert. Was heißt, ja, wenn es heißt zu Leute wieder zurück überholen oder so oder dran zu bleiben, auch wenn es eigentlich gar nichts bringt. Magnus, glaube ich, ist da eher ein Prinzipfahrer. Und ja, im Mittelsektor haben wir ein bisschen Zeit auf den Vordermann verloren, aber auch Verstappen nur auf den 10. Platz. Das bedeutet für mich, dass heute echt auch viele verschiedene Fahrer, ja, so ein bisschen ähnlich wie wir alle Motorkomponenten getauscht haben. Ich finde es natürlich auch eine sehr gute Lösung, denn man hatte wirklich eine gute Strecke. Ich kann hier wirklich auch sehr easy Leute überholen und gerade so nach
unserem Rennen in den USA. Da freue ich mich auch wirklich, dass wir hier in Mexiko halbwegs, dass wir da auch halbwegs überzeugen können, halbwegs mit der Konkurrenz mithalten können. Und Michael kämpft hier schon gegen Max Verstappen und zieht den Kürzeren, aber jetzt kommt er wieder besser raus. Nein, ist schon vorbei. Michael hat hier den Kürzeren gezogen. Er ist jetzt nur mehr 10. Platz und wir kommen da auch von hinten. Jetzt mal an Lance Stroll hier vorbei. Da will ich auch nicht irgendwie zum... Kommen wir ganz komisch raus. Ich wollte aber auch irgendwie nicht jetzt vor die Nase fahren oder so. Es ist immer was ganz anderes. Hier gucken wir zum Startgetümmel. Es ist immer was ganz anderes. Im Startgetümmel irgendwie neben die Strecke kommen. Oh, der Verstappen ist gestanden. Der hat da gar keinen Meter weggebracht. Deswegen war er so weit hinten. Also der hat da nichts ausgetauscht. Der hat einfach einen grottigen Start. Und wir sind dann da ganz hinten rechts. Bremsen ein bisschen später als alle anderen. Gehen hier ein bisschen neben die Strecke. Ich glaube, das waren noch die nötigen Millimeter waren da noch da. Und da gehen wir rein. Aber ja, ihr seht es auch hier. Da waren wir zu viert nebeneinander und deswegen ging das auch nicht ganz gut. Dann hier auf der Gegengeraden konnten wir hier noch gerade so gegen Guan Yu uns verteidigen, weil ich natürlich durch diesen neben die Strecke gehen noch vom Gas runtergegangen bin, war das dann doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Jetzt aber da vor uns war da direkt genau das mit, mit Magnussen. Und ja, den Rest habt ihr gesehen. Jetzt hier an Michael dran, Turn 1. Und da gehen wir jetzt an Michael mal vorbei. Das ist Platz Nummer 10 und das ist auch unser erster Punkt. Direkt vor uns die Red Bull Offensive. Ja, das wird auf jeden Fall ein Ding werden. Warum die beiden nur auf 8 und 9 sind, das weiß ich nicht, denn wir kennen Mexiko. Das ist eigentlich eine Strecke, wo immer Red Bull da ist. Und ja, die eigentlich schon beinahe als Red Bull-Strecke bekannt ist. Also, wenn ich eine Strecke aufzählen müsste, wo Red Bull wirklich sehr, sehr tadellos ist, würde ich sagen Mexiko. Also, die waren immer in Mexiko unbestreitlich. Eines der besten Teams generell. Und ja, hier jetzt dazu sehen, dass die so weit hinten sind, das ist natürlich interessant. Ja, wir fahren hier schon ein, zwei Runden den Verstappen und auch den Perez nach. Es ist nicht so einfach, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass ich hier gegen das beste Team in diesem Jahr fahren muss. Und davor sind beide Alpine, also auch da die Hackordnung. Interessant, interessant. Ich hoffe natürlich auch, dass Esteban da ein bisschen den Checo und den Verstappen einbremst, dass wir ein bisschen nur mithalten können. Auch Michael rückt mir nicht von der Pelle. Wir sind hier ein kleiner Stau aus österreich-deutschen Teams. Das ist eine sehr interessante Konstellation. Wir kommen hier immerhin Max gut nach und vor allem können wir auch im Windschatten und auch vom DS profitieren. Das ist genau das, was ich will. Jetzt hier aus dieser letzten, Stadion raus und aus Start und Ziel. Hier ist der gute Exit, verdammt wichtig und wir sind bei knappen 4 Zehntel. Was eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn Max kein DS bekommen würde. Also wir müssten da locker bei 2 Zehntel sein, dass wir da was bewirken können. So bringt das gar nichts. Also ihr seht es auch, wir kommen zwar näher, aber sobald er das DRS aufdreht, sind wir wieder weg. Das ist echt bitter. Nächstes DRS geht on, jetzt wären es nur 3 Zehntel, aber die Gerade ist viel zu kurz, um hier irgendwas zu bewirken. Deswegen bleiben wir auch hinten. Wir hätten nie keine Chance gehabt, vorbeizukommen. Und jetzt müssen wir uns da ein bisschen abbrecken, denn es ist ein kleiner DRS-Train. Albon, Ocon, Perez und es sind nicht beide Alpine, dann ist der Alpine weiter vorne. Und hier, ja, probieren wir ein spätes Reinbremsmanöver, denn wir waren näher dran als jemals zuvor. Und das hat gelangt. Wir sind jetzt auf dem 9. Platz und direkt vor uns ist der Checo, der auch nicht viel weiter weg ist. Also Perez auch sehr schwach heute unterwegs. Der kann nicht gegen die Alpine sich da durchsetzen, gegen den Albon. Weil da vorne ist noch ein Alpine, also die sind richtig stark. Ich glaube, wenn diese weitermachen, könnten die auch eventuell so in Richtung, nächste Season vielleicht ein besseres Auto bekommen. Aber da müssen wir natürlich mal gucken. Ich weiß natürlich auch noch nicht, was bei uns in der nächsten Season sein wird. Jetzt wollen wir mal die zu Ende, würde ich sagen. Denn wir sind wirklich in dieser Season schon wesentlich weitergekommen. Wir hatten unseren ersten Sieg vor kurzem. Schaut gerne das Video dazu oben rechts vorbei. Aber auch hier unser wunderbares Qualifying-Ergebnis
von dem heutigen Rennen. Ich meine, wir sind zwar vom letzten Platz gestartet, wären aber von der Zeit her auf Pole Position Kurs gewesen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, würde ich sagen. Also die Arbeit hat sich endlich mal ausgezahlt. Wir sind hier jetzt hinter Checo Perez. Den wird aber auch schon langsam der Geduldsfaden platzen und so ist es auch. Der sticht hier raus, probiert es außen an Alexander Albon. Ja, und ich nehme wieder den kürzeren, da sind wir wieder hinten. Ja, ich wollte hier natürlich außen dran bleiben, aber da hast du einfach den kürzeren. Dass das keine Verwarnung war, das wundert mich aber. Ehrlich, for real. Ich hatte gern Kurven, aber ja, dass manchmal die Rennskurz das nicht so sehen, finde ich das ja sehr gut eigentlich. Jetzt hier gehen wir in die Box rein, es hilft einfach nichts, wir kommen nicht vorbei, wir machen es wie die anderen. Es ist eh schon Runde 11, also 13 Runden sollten wir eigentlich locker mit den gelben Reifen, 14 Runden sollten wir locker mit den gelben schaffen. Und es sind eh nur 13, 13 Runden sollten wir locker schaffen und ich denke mal auch, dass das eine sehr interessante Sache sein wird. Oh nein, Michael kommt gleichzeitig rein, das ist gar nicht gut. Und hier sind wir jetzt auf und dran, richtig pushing, keep pushing, denn ich will vor Perez auf jeden Fall rauskommen. Eventuell auch vor Albon und vor Ocon. Jetzt hier mal an die Freeze, das war auch das einzige Überholmittel, über das ich diese Runde machen musste. Und jetzt geht das ERS an, das habe ich mir bis jetzt aufgespart. Und let's go. Rechts haben wir Albon und Max Verstappen, der hat ihn in der Box überholt. Ja, hinter Ocon sind wir zwar rausgekommen, aber all in all war das eigentlich ein toller Undercut. Wir sind easy an, Perez war noch nicht in der Box, aber wir sind easy wieder an Verstappen vorbeigegangen und vor allem auch an Albon, was mich wundert, dass Verstappen wirklich sehr schnell war. Also die waren da beim Boxenstopp nochmal um Welten schneller als bei Albon. Und hier jetzt in Runde Nummer 9, es ist Runde 13, Platz 9 und wir sind immer näher hier, saugen wir uns an Ocon dran. Ich muss aber auch die Flucht nach vorne wagen, denn hinter uns kommt einfach mal Max, der ist nur eine halbe Sekunde weg. Und ich glaube, wenn ich nicht diese Sekunde abschließen kann, nimmt das bald ein schlechtes Ende. Das bin ich mir fast sicher. Es ist immer diese eine scheiß Zehntel, die uns fehlt, dass wir hier an Esteban Ocon drankommen. Immer, ja, jetzt könnte es reichen. 8 Zehntel, oh nein, der Exit muss hier eigentlich sitzen. 9 Zehntel, ein bisschen korrigiert, doch, es sollte reichen. Fürs DRS, das geht jetzt mal on. Und wir gehen in den Windschatten. Der nächste ist in der Box. Das hat für die schnellste Rennrunde gereicht. Im letzten Sektor einfach mal gezaubert. Da gehen wir auch an Perez vorbei, der echt spät in der Box war. Und wir übernehmen den 7. Platz. Und jetzt hier an Esteban. Hier jetzt an Esteban Ocon. Ja, wir konnten uns dran saugen. Wir sind jetzt ganz nah an seinem Heck dran. Wird das reichen? Oh, da kommt der Rutscher von Ocon. Der war gar nicht gut. Jetzt hier aus der letzten Kurve raus. Wir sind ganz nah dran. 3 Zehntel, 2 Zehntel. ERS on. DRS on. Jetzt wieder das ERS aus. Und wir schießen hier an Esteban Ocon vorbei. Das ist Platz Nummer 6. Und wir dürfen nicht vergessen, ich bin vom letzten Platz P22 gestartet. Also hier haben wir Runde Nummer 33. Und das war schon mal so ein bisschen dieses Ansaugen an den guten Esteban und Runde 14. Genau, hier haben wir ihn schon regelrecht gejagt. Also da waren wir wirklich verdammt nah dran, eine andere Linie gefahren, meine Nase wieder ein bisschen eingedrückt hier. Und dann durch den Mittelsektor konnte er uns einfach nicht abschütteln. Und wir sind dann durch das DS. Ich denke mal, ohne DS wären wir dann nie im Leben vorbeigekommen. Das Gute war natürlich, wir waren in der letzten Kurve schon so nah dran, dass wir kaum das DS benutzt, also gebraucht hätten, um da vorbeizukommen. Jetzt sind wir in Runde Nummer 18 und ja, der Einzige, der uns das Leben zur Hölle macht, ist Max Verstappen. Der wird jetzt wieder mal vorbeischießen, da kann ich nichts machen. Auch Perez klebt uns nahezu am Popo und den können wir aber noch abwehren. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen klug vorgehen, ja, hier ein bisschen eine versetzte Linie fahren, vielleicht mehr Schwung mitnehmen, vielleicht hoffen, dass das funktioniert, im Mittelsektor auch dranbleiben und auch das DS natürlich klug verwenden. Hier wird es nicht reichen, doch ganz, ganz spät. Die Kurve lässt das Gott sei Dank zu und auch Max lässt das zu, denn sonst wären wir da locker Fischfutter gewesen. Und ich weiß natürlich auch, wenn wir jetzt nicht vorbeigehen, dann ist es dann wieder zu spät und dann kommt wieder Perez auch noch und dahinter haben wir auch noch Esteban.
Also es ist sehr, sehr schwierig. Wir sind hier Ende Runde 2. Wir sind hier Turn 1, Runde Nummer 20. Und jetzt habe ich so einen kleinen Trick herausgefunden, der uns Gott sei Dank ein bisschen was bringt. Den erkläre ich euch nämlich, wenn wir am Ende dieser Runde sind. Der besagt nämlich, also ich weiß ja sowieso, dass der erste Bonacon nicht stark an uns drankommt. Im Gegenteil, der verliert sogar immer wieder Zeit. Aber Verstappen ist natürlich mit seinem DRS einfach zu OP, den irgendwie hinten zu halten. Und deswegen probieren wir hier was ganz anderes aus. Ich mache hier den Mittelsektor nicht auf Hardcore-Pushing, sondern wir machen hier ein bisschen, guckt aufs Gas und auf die Bremse, wir gehen hier ein bisschen vom Gas runter, jetzt noch nicht, aber genau jetzt hier in Runde 22, guckt unten rechts aufs Gas und auf die Bremse, wir gehen einmal kurz auf die Bremse und vom Gas runter, lassen hier Verstappen vorbei und dann natürlich, ja Mann, Verstappen, er bremst hier auf der Geraden und jetzt probieren wir, dass wir einfach mit dem DS ihn holen können. Ich weiß, dieses DS hier ist einfach viel zu OP. Also deswegen müssen wir mit solchen Tricks arbeiten. Der ist aber jetzt weit weg. Das ist aber kein Problem, denn ich habe auch ein bisschen DS mit diesen Bremsen gespart. Jetzt geht das DRS on und wir gehen an Verstappen wieder vorbei. Und solche Tricks müssen wir halt leider anwenden, weil unser Top Speed ohne diesen DS einfach viel zu schwach ist. Das ist leider so, dass kann ich auch nicht ändern. Jetzt aber mal, ja, finde ich es trotzdem cool, dass wir auf den 6. Platz und halten können. Wir sehen aber auch, dass Perez hinter Ocon zurückgefallen ist und Ocon immer näher kommt. Es sind immer um die 2 Sekunden. Aber er beißt immer wieder ein bisschen was ab. Jetzt sind wir in der letzten Runde. Wir konnten das Gott sei Dank jetzt überstehen ohne diesen Trick. Und es sind nur knappe 5 Zehntel, die uns zu Max Verstappen brennen. Doch, wenn ich es nicht allzu stark versemmel, könnten wir das dennoch ordentlich hier ins Ziel fahren. Noch einmal diesen vollen Sektor. Ich mag Sektor 2 eigentlich extrem. Nur das Problem ist halt wirklich, wenn du hier so abgelutschte Reifen hast, musst du so aufpassen, denn die Curbs hier sind so rutschig. Dann Track Limits natürlich auf jeder Ecke. Und ja, so ist es halt. Es ist Mexiko, es ist cool. Aber ja, die Hermanos Rodriguez Road hier ist einfach wirklich unheimlich. Ja, Track Limit lastig, würde ich mal sagen. Jetzt aber hier Konfetti, leider nicht für uns, aber vielleicht auch ein bisschen für uns. Es ist der 6. Platz geworden. Wir konnten beide Red Bull hinter uns halten und auch einen Ferrari hinter uns halten. Das ist der 6. Platz vom P22 aus. Also da fühle ich mich echt schon sehr, sehr gut. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an, oder? Drive Today auch noch. Oh yeah, oh fucking yeah. Ein weiterer historischer Sieg geht auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein absolut verdienter Sieg für Mercedes. Da nimmt noch jeder einen Schluck. Speichern wieder fehlgeschlagen, natürlich. Und Michael auch 10. Wir nehmen hier die 9 Punkte mit. Also da bin ich echt stolz drauf. Was für ein geiles Rennen. Was für ein geiles Wochenende. Und vor allem, wir hätten mit der Pole hier eigentlich rechnen können. Oder wir hätten hier die Pole geschafft. Mit der habe ich gar nicht gerechnet. Aber ich denke mal, das wäre schon echt geil gewesen, oder? Kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, in der Weltmeisterschaft bringt uns das jetzt auch nicht weiter. Ja, Verstappen ist hier vorne mit 4 Punkten Vorsprung.
Michael, nur auf den 12. Platz, 29 Punkte. Und Lewis Hamilton ist jetzt nur noch 3 Punkte hinter uns. Ich denke mal auch, dass er der Einzige ist, gegen den wir noch fahren werden, oder? Vermutlich. Gucken wir uns mal an, wie viele Punkte es da gibt. Ja, Esteban Ocon, den konnten wir Gott sei Dank schlagen. Und ja, nur das Podium konnten wir einfach beide nicht schaffen. Es war einfach zu schwierig, dieses verdammte Podium. Da wären wir vielleicht hingekommen, hätte ich keine Crit Penalty bekommen, aber dennoch, ja. Wir haben Level 20 erreicht, das ist sehr gut. Michael, da sind wir schon beinahe auf die Spur an. Hier mit seinen Punkten, Gott sei Dank auch hier alles geschafft, gibt wieder fast 600.000 drauf. Schaden, ja, da haben wir viel Schaden, das ist gar nicht so schön. Auch Michael ein bisschen Schaden, dennoch machen wir noch mit diesem Wochenende plus 11 Millionen. Da müssen wir jetzt aber auch natürlich ein bisschen handhaben damit, denn wir müssen auch am Ende noch mit nur diesem Geld unseren neuen Fahrer für nächste Season kaufen. Das wird noch schwierig. Aber für heute war es das mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Es war ein tolles Rennen heute. Wir konnten uns wieder sehr, sehr gut durchs Feld pflügen. Es sind dann auch noch wertvolle Punkte geworden. Und mit dem Gewissen, dass wir einen Doppelweltmeister hinter uns hatten. Das ist schon sehr geil. Abonniert gern kostenlos den Channel, falls ihr nicht so verpassen wollt. Und lasst doch gerne einen Daumen da. Falls euch meine Videos hier gefallen, schaut auch gerne auf TikTok vorbei. iTunes-Gaming bei.